Willkommen zu Auf ein Wort vorm Regal. Und bevor jetzt jemand ruft, ach guck mal, typisch ein Agenturgeschäftsführer frisch von der Sonnenbank, nichts da, ich war im Skiurlaub. Und da hatte ich ein bisschen Zeit nachzudenken. Auch nachzudenken über einen Vorfall aus den Wochen unmittelbar davor. Was war passiert? Wir haben eine Einladung bekommen, auf Geschäftspapier, sehr förmlich gehalten. In der Betreffzeile Einladung zum Vorstellungstermin. Ein bekanntes Unternehmen, eine bekannte Marke steckte dahinter und war Absender. Darin wurden wir gebeten, innerhalb von 30 Minuten in dem Unternehmen einmal die Agentur vorzustellen, ein paar Fallbeispiele und wie wir generell ansetzen würden in den Bereichen Krisen-PR, Unternehmenskommunikation, Markenkommunikation, Produktkommunikation, Public Affairs und interner Kommunikation. Nur grundsätzlich. Und nach diesen 30 Minuten sollte es 30 Minuten Zeit geben für Fragen und Antworten. Diesem Einladungsschreiben lag lediglich ein Brand Key bei. Wir haben uns exakt an die Vorgaben gehalten und dann wenige Tage später eine Absage erhalten. Insgesamt waren 3 Agenturen eingeladen und die Begründung der Absage, eine Agentur habe ein umfassendes Konzept geliefert. Nun bin ich wirklich nicht eingeschnappt und sehe das wirklich sehr, sehr sportlich. Aber mir stellen sich 2 Fragen. Erstens, kommt das dem Unternehmen nicht verdächtig vor, wenn eine Agentur ohne Aufforderung, ohne wirkliches Briefing und dann auch noch ohne Geld dafür zu nehmen, ein umfassendes Konzept liefert, das wahrscheinlich erarbeitet worden ist durch Mitarbeiter in Abend- oder Nachtarbeit, denn freie Kapazitäten hat im Augenblick, soweit ich weiß, kaum eine Agentur. Diese Agentur brauchte offenbar diesen Neukunden so dringend wie die Luft zum Atmen. Ist das ein Gütesignal? Zweite Frage, diese Agentur, die das Rennen offenkundig gemacht hat, ist dir eigentlich bewusst, dass sie damit eine Erwartungshaltung schafft, der sie später vielleicht gar nicht mehr nachkommen kann oder will? Denn ein Arbeiten ohne solche Standards wie ein umfassendes Briefing und eben für seine Arbeit bezahlt zu werden, klingt für mich nicht sinnvoll und erstrebenswert und für die Agentur dürfte das auch gelten. Nochmal, ich bin wirklich nicht eingeschnappt und ich nehme das wirklich ganz, ganz sportlich. Aber ich frage mich schon, was die Agentur denn da eigentlich geritten hat.